Willkommen zurück, da bin ich wieder. Willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Wir sind im Auto auf dem Weg zu einer Raketenbasis. Der Galbadianer. Ach ja, mit Viereck muss ich fahren. Weep. Hallo. Schön, Sie kennenzulernen. Ihr könnt durch. Ihr fahrt das richtige Auto. Wirklich? Dankeschön. Sehr freundlich, die Herren. Und nein, ich gehe nicht los und frage, wie die Nachbarin heißt. Nach Trabia Garden wird der Balamka angegriffen. Die Uniform stinkt widerlich. Och nö, und sie kratzt auch noch. Wie sieht denn der Zeitplan genau aus? Ach, das ist doch jetzt egal. Wir müssen die Raketen stoppen. Wir müssen sämtliche Räume durchsuchen und sie zerstören. Am Schluss werde ich das ganze die ganze Anlage in die Luft sprengen. Du bist ja echt gut drauf. Und ab! Lass mal hier ein bisschen gucken, nicht dass wir hier irgendwelche Gegenstände oder so verpassen, weil die sind echt dreckig versteckt in diesem Spiel. Okay, gehen wir erstmal hier rein. Gehen wir hier nochmal raus. Ne, hier ist nichts. Wir müssen hier wirklich tatsächlich rein. So, und können hier abspeichern, was ich vorhin draußen auf der Weltkarte nicht gemacht habe, weil ich das Auto nicht verlassen wollte. Ich habe Angst, wenn ich nicht wenn ich draußen in der Wildnis rumlaufe und kein Auto habe, in dem ich sitzen kann. Gut. So, schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Geht nicht auf. Das ist schade. Und geht nicht auf. Das könnte auch Fledermausland sein, ja. Wer weiß, wo wir uns hier gerade befinden. Ich glaube, ich muss doch nochmal zurück. Oder auch nicht. Moment. Gibt's noch irgendeinen anderen Weg? Irgendwie nicht. Ja, mal bin ich steppert oder was? Durch die falschen Tasten. Muss ich hier lang? Nee. Hier entlang? Gibt's sonst nichts? Wo übersehe ich hier etwas? Oh. Ich dachte gerade schon, irgendwas passiert. Aber ich habe nur Geld bekommen. Was ist das denn hier eigentlich? Geht nicht auf. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Oh doch, eine ID-Karte haben wir nicht. Beruhige dich, Selfie. Die lag im Wagen, ob sie vielleicht passt. Ah, geht doch. Identifikation positiv, Zugriff gewährt. Ja! Dann gucken wir doch mal. Hallo. Schön, Sie kennenzulernen. Boah, da steht ja jemand. Was tue ich jetzt? Einfach so wie immer. Ich verhalte mich so wie immer, sonst fällt es bestimmt auf. Wir gehen einfach an dem vorbei. Hey, ihr da, wartet! Hoppla! Was will er? Waren wir doch zu auffällig? Hier ist kein Spielplatz, lauft um mich herum. Puh, hat der mich erschreckt. Tut mir leid, ich werde aufpassen. Okay, wir gehen jetzt ganz gemütlich hier entlang. Wir gucken mal, was wir hier so finden. Nicht, dass er irgendwie Verdacht schöpft oder sowas. Wäre ein bisschen katastrophal. Okay, ich merke schon. Hier sind viele Leute, dann gehen wir nochmal zurück.
und versuche mal bei dem Typen einfach vorbeizugehen. So von wegen, ja, wir müssen hier durch. Ich finde es auch schön, wie die der Größe nach sich eingereiht haben. Sind die alle so groß? Ich weiß es gar nicht. Sind die Größen ihren Körpern angepasst? Laufen so ein bisschen rum wie die Leute von D'Artagnan. Der Raum wurde noch nicht kontrolliert. Kein Zutritt. Okay. Dann gehe ich hier jetzt einfach vorbei. Ganz gemütlich. Nicht auf der Flucht. Alles ist gut. Wir sind hier noch voll in der Vorbereitung, glaube ich. So. Hallo ihr. Freut mich, euch kennenzulernen. Hier geht's zum Raketenlift. Gut zu wissen. Und hier geht es wo lang? Der Zutritt ist verboten. Okay, dann wollen wir doch erstmal zum Raketenlift. Ganz geschmeidig. Wir tun nichts Besonderes. Wir gehen nur an euch vorbei. Dropper.erzengel, das klingt gut. Geben wir mal Rinoa. Haben wir noch mehr? Nee, aber reden wir mal mit den Leuten. Eigentlich müsste die letzte Abschussrampe bald eintreffen. Okay. Tell me more. Wir sind gerade am Checken. Stört uns nicht. Okay. Ich gehe mal einfach hier geradeaus weiter. Na toll. Ich muss mal eben ganz kurz weg. So, entschuldigt die unangekündigte Unterbrechung. Das könnte vielleicht mal das ein oder andere Mal passieren, weil hier jetzt nämlich demnächst Maskenpflicht herrscht und da müssen Masken gebaut werden. Ich habe das Gefühl, hier komme ich nicht weiter. Das ist natürlich nicht so geil. Oh. Was war das? Was war das? Das klang irgendwie so, als ob irgendwas passiert wäre. Aber den hier haben wir doch gerade eben erst geplündert. Ist ja witzig. Und darf wieder den Rohr ziehen? Ganz schön ulkig. Gut. Das sieht hier noch so aus, als ob wir da lang könnten. Nee, nichts Besonderes. Gut, dass die Leute hier noch keinen Verdacht schöpfen. Wenn hier einfach irgendwelche komischen Leute zickzack durch den Raum laufen. Oder wandern. Gucken wir mal hier. Was ist das denn hier? Achtung, Autorisation benötigt. Okay. Hey, Finger weg! Ja, ist ja okay. Ist hier noch irgendwas? Nee, hier ist sonst nichts. Ist natürlich blöd. Da unten fahren die ganze Zeit ganz munter die Raketen durch die Gegend. Ah, stopp, hier ist ja auch ein Gang. Wie gemein, voll versteckt. So, Blende. Blende ist gut. Ah, wenn Rinoa hat schon Blende, dann kriegt Rinoa auch Blende. Ach klar, das macht sie ja dann, das wäre ja eine Möglichkeit für Angriffe. Oh, was macht ihr denn hier? Was gibt's denn hier Schönes? Hä? Was wollt ihr? Wir sind beschäftigt. Hey, du musst gleich den Generatorraum checken. Ist es schon so spät? Ich habe doch heute wegen dem Abschuss keine Zeit. Könnt ihr mir einen Gefallen tun und eine Nachricht weiterleiten? Sagt bitte dem Mann am Raketenlift, dass er alleine hingehen soll. Tut mir bitte einen Gefallen. Danke. Klar, kein Problem. Am Raketenlift. Das war doch der Typ geradeaus, der direkt an der Tür stand und gesagt hat, da dürfen wir nicht rein, der Raketenlift. Der hier. War das nicht der? Hier geht's zum Raketenlift. Toll. Das hat man doch schon gesagt. Na gut, dann du? Eigentlich müsste die Abschussrampe bald eintreffen. Na gut, dann du nicht. Dann du da drüben halt. Hey du. Entschuldigung, wir haben eine Nachricht.
Was denn? Was war es nochmal? Er soll vorausgehen, die anderen gehen voraus. Er soll vorausgehen. Wegen dem Generator. Sie sollen alleine hingehen. Die anderen sind zu beschäftigt. Habe ich verstanden. Aber ich habe selbst noch viel zu tun. Und könnt ihr denen ausrichten, dass ich das zurzeit nicht schaffen kann? Okay, Generatorraum. Dann, glaube ich, müssen wir nochmal hier rüber. Zu den Dudes. Ich glaube, hier können wir jetzt auch ganz normal rennen. Oh, nee, Blödsinn. Hier sind ebenfalls Leute. Dann reden wir nochmal mit euch. Er schafft es heute auch nicht, weil er ebenfalls beschäftigt ist. Was machen wir jetzt? Was fragst du mich? Ich habe keine Ahnung. Es hilft nichts. Könnt ihr das nicht erledigen? Das ist gegen die Vorschrift. Was ist, wenn der Kommandeur davon Wind bekommt? Ach komm. Wir sollen doch nur gucken, ob die Geräte laufen. Na gut, wenn du meinst. Tja, so sieht's aus. Wir zählen auf euch. Verstanden. Ja, ich werde es komplett demolieren. Hier, Selfie ist Beste. Ich mag Selfie. Ihre Einstellung gefällt mir. So lieb und freundlich und nett und dann so. Ihr werdet alle sterben. Sterbi. So, jetzt wollen wir mal überlegen, war das der hier? Nee, der war es nicht. Ich glaube, der war weiter oben. Nee, der war weiter oben. Stimmt, der war hier oben. Dann sagen wir dem Dude hier oben in dem Raum, wo wir anfangs nicht rein konnten, Bescheid, dass wir da jetzt rein können. Hallo. Uns wurde die Kontrolle des Raums befohlen. Okay, dann habe ich jetzt auch Wachablösung. Ich hole meinen Partner. Viel Spaß bei der Kontrolle. Ja, er darf rennen oder was? So ein Stück. Aber wir haben einen neuen Raum gefunden. Hier können wir Unfug treiben. So, Eisra. Ruhig mal ein Selfie. 6 Eisra, das ist nett. Was haben wir denn hier? Das sieht doch nicht aus wie ein Generator, das sieht doch aus wie ein Monitor. Einfach nur so ein komisches Leuchtezeug dran geklebt. Okay. So, was mache ich jetzt mit dem Kontrolltafel? Ein paar Mal draufschlagen, blind herumtippen. Ach komm, ein paar Mal draufschlagen. Ja! Es passiert nichts. Dann kräftiger gegenschlagen. Ich werde es komplett demolieren. Rohe Gewalt macht Spaß. So, wir prüfen ja nur den Generator. Generator aus. Hui, das Licht ist jetzt aus. Fehler in der Stromversorgung. Techniker bitte zur Kontrolle. Schnell weg, ehe jemand kommt. Los geht's! Okay, Mädels. Ganz einfach und gemein. Hey, ihr da, was ist denn passiert? Ah, nein, nicht lang Fackeln umnieten. Nee, reden wir uns raus. Wir sind auch eben gekommen. Wir wollten gerade Hilfe holen. Wir sind auch eben gekommen. Hab keine Ahnung, weil wir auch gerade eben gekommen sind. Lügt nicht, ihr seid gerade da rausgekommen. Ach, fuck. Okay, wir konnten es nicht reparieren. Wir haben gerade nachgecheckt. Aber wir haben absolut keinen Plan, was wir machen sollen. Verstanden, überlasst den Rest uns. Ah, nur ein Schalter umlegen im Endeffekt. Hey, was macht... Ach, was zum Teufel? Hey, scheiße. So, weiter. Gar nicht mal so schlecht, Selfie. Dupidu. So, jetzt wo hier kein Strom mehr läuft, können wir mal gucken, was wir sonst noch für Spaß machen können.
Ah, hier können wir wieder laufen, glaube ich. Ohne, dass uns irgendjemand hinterher springt. Oh. Was geht hier jetzt ab? Erstmal salutieren. Helft mal mit, wir haben wegen dem Stromausfall nicht genügend Leute. Wenn's sein muss. Okay, los. Das gefällt mir doch. Ja, speichern wir ruhig nochmal eine Runde. Man weiß ja nie, was als nächstes passiert. So. Oh. Was jetzt? Achso. Wir haben hier unsere... Oh, hallo. Hey, ihr da. Euch habe ich ja noch nie gesehen. Was machen wir? Mach keinen Aufstand. Erst einmal wegrennen. Kämpfen natürlich. Mach keinen Aufstand. Aber das ist uns eigentlich egal. Könnt ihr uns kurz helfen? Was machen? Sollen wir kurz helfen? Zu riskant. Jetzt im Kampf. Wir helfen kurz. Hierher. Kommt bitte mit mir mit. Mist, ausgerechnet jetzt ein Stromausfall. Was macht denn der Verantwortliche? Hey, dadurch, dass das Ding kaputt ist, vermutlich nicht viel. Oh. Oh, was bist du denn? Hallöchen Blechwalze, schön, dass du auch wieder dabei bist. Das ist natürlich ärgerlich. Aber ich sehe schon, wo das Problem liegt. Hallo. Dort hinten. Einer muss in die zweite Mitte, in die Mitte und zwei nach außen. Okay, das kriegen wir hin. Helfen wir mal kurz. Oh, wait. Wir haben schon wieder Erzengel. Wie oft regeneriert denn dieser Kram hier? Hey. Moment. Irgendwie... Würde ich das hier ganz gerne... Ah, geht doch. Dazwischen musste man greifen. Auf X rapide drücken, um es zu schieben. Oh Mensch, das ist mir zu schwer. Na gut, komm. Gehen wir mal ein bisschen Kette. Wobei wir gerade dem Feind helfen. Was soll das? Das ist voll die schlechte Idee, was wir hier gerade veranstalten. Ich hätte ganz gerne so einen Trigger-Button. Einfach so ein Ding, was die ganze Zeit X auf Abruf drückt. Beim gedrückt halten beispielsweise. Ja, wir haben es gleich. Ja, ja. Na komm, anstatt rumzujubeln und uns anzufeuern, könntest du uns eigentlich auch einfach mal zur Hand gehen. Dann wird das zumindest noch ein bisschen schneller gehen. So, reicht das? Sehr gut. Sieht gut aus. So, wir reden nochmal mit ihm. Gute Arbeit. Jetzt müssten die Koordinaten auf der Tafel überprüft werden. Die Kontrolltafel wurde eben hochgefahren. Kontrolltafel, wir kommen langsam an unser Ziel heran. Okay, aber hier drüben ist ja jetzt eigentlich ein Weg frei. Ach fuck, nee, ist er nicht. Na gut, dann müssen wir wohl die Kontrolltafel prüfen. Das ist das hier, oder? Kann jemand damit umgehen? Wir vernichten das Pult. Ja, wir werden zertrümmern. Aber was ist, wenn wir die Raketen aus Versehen abfeuern? Wir sollten es nicht komplett, sondern nur teilweise demolieren. Ich denke auch. Okay. Login in System. Okay. BIOS Check, Memory Check, Network Check. Alles klar, Safety Unit. Alles ist gut. Das freut mich doch. Nein, eigentlich freut es mich nicht. Aber gut. Jetzt können wir hier Spaß veranstalten anscheinend. So, Ziel bestimmen, Bewaffnung anzeigen, Simulation und beenden. Okay. Erstmal Simulation, würde ich sagen. Gucken wir uns an, wie das Ganze aussieht. Also so fliegt ja wohl gar keine Rakete. Kriegen wir auch noch mehr Informationen? Ja, wir kriegen noch mehr Informationen. So, gut, da ist der Ballamp Garden. Okay, Simulation beendet. Zurück mit A. So sieht die Simulation aus. Schon mal gut zu wissen. Können wir mal ganz kurz gucken. Bewaffnung.
So. Mit Richtungstasten blättern. Okay, so sehen die Dinger aus. Ein Koordinatensystem. Wir sollten die Fehlerquote erhöhen, damit die Raketen nicht treffen. Das klingt gut. Dann gehen wir hier raus und erhöhen das Ziel und erhöhen die Fehlerquote im Ziel. Ziel bestimmen. Set Target. Kann man hier irgendwas ändern? Nee, da brauchen wir eine Autorisierung. Okay. Die haben wir natürlich nicht. Aber, das heißt, wir können die Flugbahn korrigieren. Und, die können wir zumindest auf ein Maximum jagen. Boah, das ist ja nervig. So. Flugbahn korrigiert. Achso, das brauchen wir hier nicht. So, jetzt müssen wir natürlich die Daten hochladen, damit die Raketen auch definitiv das tun, was wir wollen. Ja. Bitte aktualisieren. Drei Raketen? Das soll alles sein? Damit kriegt man doch niemals einen Garten kaputt. Ja, wobei, wer weiß, wie groß die Raketen sind. So, das sieht gut aus. Upload erfolgreich. Gut. Dann können wir hier, glaube ich, wir könnten noch mal kurz einmal die Simulation starten lassen. Mal gucken, ob sich da bei der Simulation jetzt irgendwas geändert hat. Okay, das sieht genauso schlecht aus wie vorher auch. Die Raketen fliegen zickzack über den gesamten Globus. Ja, das sieht doch herrlich aus. Nichts mehr mit genau bestimmbar. Und bei drei Raketen, tja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eine noch trifft? Wunderbar, ich glaube, das sollte reichen. So, was ist hier? Zutritt verboten, was wollt ihr hier? Wir sollten die Koordinaten für die Raketen durchgehen. In Ordnung, ihr dürft durch. Wer war dieser Kleine? Den kenne ich ja gar nicht. Didim. Oh. Vorbereitung beendet. Jo, Vorbereitung ebenfalls beendet. Wir hatten zwar kleinere Probleme, aber der Plan wird durchgeführt. Wir sind etwas in Verzug. Bereitet die letzten Schritte zum Start der Rakete vor. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ich glaube, die nehmen ihren Job nicht ernst. Hier ist der Kontrollraum. Die letzten Schritte für den Abschuss werden eingeleitet. Das Personal auf die Posten und den Abschuss vorbereiten. Ende der Durchsage. Was ist? Hey, ihr, was wollt ihr hier? Wir sind hier, um die Koordinaten der Raketen durchzugeben. Gut. Keine Bewegung. Ich habe es gewusst. Ihr seid also die Eindringlinge. Widerstand ist zwecklos. Der Gruß von eben war nicht galbardianisch. Ups, erwischt. Naja, immerhin sind wir bis hierhin gekommen. Dann wollen wir mal. Was tut ihr da? Achso, boah. Wow. Warum zieht ihr euch aus? Tada, hier kommt Selfie. Endlich kann ich sie ausziehen. Diese Uniform hat widerlich gestunken. Dann wollen wir mal. In der guten Hoffnung, dass wir hier voll in Action gehen können. Schluss mit lustig. Kommen die vom Garten? Nein, hier doch nicht. Oh, wait. Wir drawn mal. Gucken wir nämlich irgendwas, was wir noch nicht gedrawt haben. Auch nochmal draw. Konfus gemacht, Reflex. Wir lagern nochmal Reflex, weil Reflex klingt gut. Und nicht nachgeben! Ich bin gespannt.
Okay, 73 Schaden ist okay. Dann können wir hier nochmal ruhig nochmal ein bisschen Terror machen. Indem wir hier ein paar GFs durch die Gegend jagen. Brothers kommt zuerst. Ah nee. Angel kommt zuerst. Sehr gut. Angel hat geholfen. Jetzt kommen die Gebrüder. Push the button hard and dirty. Nein, und wir fallen wieder zurück. Ja. So hatte ich mir das nicht erhofft. Aber okay. Passt schon. Ja, der erste ist K.O. Für meine Truppe. Ja, das soll er mal machen. Wenn er meint, damit, dass er damit durchkommt. So, wir machen das gleiche nochmal. Und Siren, in der Hoffnung, dass die vielleicht stumm werden. Das wäre lustig. Nein! Ich baue nur Kram, der soll so gar nicht sein, falala. Ich drücke den Button viel zu blöd und achte nicht auf das Kreuz. Und dann fällt meine Attacke wieder auf 75 und das ist Mist. So, hat das funktioniert? Ah, super, beide weg. Ja, 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 ja. Die bekommen jetzt Erfahrungspunkte. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen klauen können von den beiden. Von den dreien. Egal. So, lass uns jetzt die Raketen stoppen und diese Basis zerstören. Das ist der Kontrollraum. Wir können von hier aus die Raketen stoppen. Lass uns den Raum durchsuchen. So, ich würde sagen, hier ist irgendwas. Tack, tack, tack. Das war es doch nicht. Hier drüben. Safi, wo willst du hin? Wir sind doch noch nicht fertig. Okay, hab's verstanden. Dann hier. Das ist es nicht, wonach wir suchen. Ja, das ist es. Wupp, wupp, bum, bum. Der Start ist unterbrochen. Jetzt ist alles okay. So, jetzt nur noch die Selbstzerstörungsanlage. Die Selbstzerstörungsanlage scheint aber nicht hier zu sein. Oh, wo ist sie dann? Vermutlich hier drüben. Wer baut nicht eine Selbstzerstörungsanlage? Da haben wir den Auslöser. Das muss ich so und... Muss ich die Zeit eingeben? 10 Minuten, 20, 30. Wir machen mal 10 Minuten. Für meine Challenge. Das muss ich so und... Selbstzerstörungsanlage aktiviert. In 10 Minuten wird die Basis zerstört. Das Personal wird umgehend evakuiert. Ich wiederhole. Lass uns jetzt von hier verschwinden. So, wir gehen mal den Weg. Fuck, die leben ja alle noch. Es ist noch nicht vorbei. Na gut, wenn ihr sagt... Was war das? Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Ah, super, wir sind genau durch den Raum durch. Oh, die verlassen die Anlage. Evakuierung läuft voll hart. Alle rennen? Und wo sind wir? ...8.44. Nein, das ist gar nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Da werden die Raketen abgeschossen. Von wegen nur drei. Wie viel sind das? 3, 4, 4, 4. Das sind 12? Damn. Tja, das war... Oh, nicht so geil.
Wir haben euch. Lasst, wir können euch nicht am Leben lassen. Was soll ich denn Edea sonst sagen? Sie wird mich dafür bestrafen. Hey Leute, seid ihr bereit? Jawohl. Jawohl. Okay, zeigt, was ihr könnt. Nee, ich wollte schon sagen, kann ja nicht sein, dass das kleine Biest dort am Anfang, wo diese drei Gegner auf einmal die Bösewichte sind, wo die Endbosse. So. Schauen wir mal. Ah, seht mal, wir haben hier noch was wir ziehen können. Du schaust mal Rauben und du setzt erstmal Brothers ein. Mal gucken, was du hier bekommst. Konnte nichts klauen. Au! Ach, sehr schlecht. Haben wir hier bei ihr anderen Vita? Vita? Ja, wenigstens etwas. Oh, aber Brothers sieht auch hart ramponiert jetzt aus. Wir müssen uns mal eine andere Taktik einfallen lassen hier. Aber okay, erstmal Rinder waren. Jawollo, 167 sieht gut aus. Bin mal gespannt, was das Ding für Schaden macht. 907, ich glaube, das ist okay. Damit kann man irgendwas anfangen. So, Gnor. Siren ruhig. So, Quetschakottel. Wird sicherlich bombastisch gut drauf sein gegen den. Die Galbadianer in dem Fahrzeug werden sicherlich hart geröstet werden, wenn er erstmal fertig ist. Los, Piu Piu. Toll. Also ich habe ja schon ein bisschen mehr erwartet. Oh. Oh. Na was, Sir? Au. Arme Christus. Selfie. Ne, wir probieren es nochmal. Oh, Strahlenkanone, das klingt aber nicht sehr nett. Nein, oh, zu früh. Da geht noch was. Na, schade. 150, okay, das war jetzt nicht so geil. Dann müssen wir irgendwas anderes machen. Oh. Nehmen wir jetzt etwas. Noch so ein Ding kaputt. Zauber, Zombie. Haben wir hier. Wir könnten Hast auf sie geben. Dann hat sie vielleicht die Möglichkeit und kann nochmal ein bisschen. Kann nochmal ein bisschen Action machen, also häufiger mal angreifen und solche Sachen und heilen. Ich dachte mir eigentlich, wäre es nicht verkehrt, wenn Gnor ein klein wenig gegenheilt. Also ich hoffe, das ist... Ja, 807, okay. Passt schon. Vielleicht explodiert gleich nochmal so ein Ding. Yay, sehr gut. Mehr wollte ich doch gar nicht. Sir, wir sollten flüchten. Kommt gar nicht in Frage. So, Gnor setzt Hast ein, das ist schon mal gut. So, und ein Wittersturm. Ich hoffe, dass ich ihn gleich mal einen Craft bekomme und einfach mal kaputt geht. Weil ganz ehrlich, ich mag das nicht, wie Gnor. Nein, nicht. Nein, ja. Da habe ich nochmal Brothers drauf.
Sprecher Kottel, alles gut. So, Zauber. Mal wieder auf die... Autschen! Das war jetzt echt uncool. Das hat richtig mies wehgetan. Das heißt, wir müssen echt mal gleich schauen, dass wir gegebenenfalls nochmal Genoa sowas in die Hand drücken wie eine Phönixfeder, bevor das Ding hier kaputt springt. Oh. Du hast recht, noch 2 Minuten. Dammit. Das ist uncool. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Bombastischer Mist, der hier gerade abläuft. 1 Minute noch. Sir, Steuerung ist futsch. Was? Oh, sehr gut. Schien noch ganz gut geklappt zu haben. Ah, fuck. Jetzt kommen die noch rausgelaufen. Wow, heiß. Scheiß Überhitzung. Hört auf zu labern, Leute. Eine Minute noch. So. 1 Minute noch. Und die Angriff. Alter, ich schwitze gerade. Ich gehe gerade richtig sterben gefühlt innerlich. Oh fuck. Vielleicht waren 10 Minuten doch keine gute Idee. Und Brothers hat eine ziemlich lange Videosequenz. Bitte mit einem Schlag einfach alle weg. Komm, einfach alle weg mit einem einzigen Hit. Das sieht gut aus. 20 Sekunden. Oh feier. Nein! Nein! Ignoriert diese Zwischensequenz! Die braucht keiner! Los! Weg, 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 weg! Nicht quasseln! Laufen! Laufen! Das gefällt mir aber nicht. Was jetzt? Hinten lang? Oh fuck. Aber die Zeit ist zumindest schon mal raus. Hier entlang? Was jetzt? Was jetzt? Sind wir eingesperrt? Squall würde schon irgendwie richten. Jetzt ist alles vorbei. Ich will nicht sterben. Ich habe noch so viel vor. Warum hat er mich ausgewählt? Wusste er, dass es so kommt? Was redet ihr denn da? Squall hat uns hergeschickt, weil er uns vertraut hat. Da bin ich mir ganz sicher. Er war überzeugt davon, dass wir die Mission erfolgreich erfüllen. Nicht wahr, Squall? Cool, nichts passiert. Ja, Safi hat es geschafft. Obwohl die Raketen könnten trotzdem. Wir müssen Direktor Sid Bescheid sagen. Okay, ganz eure Meinung. Die sehen echt nicht gut aus da unten. Erstmal die ganze Truppe koppeln. Squall bekommt ihrs. Er bekommt. Yes.
Und ihr wechselt auch nochmal. So. Wie sieht's mit den Lebenspunkten aus? Gut, dann nochmal ein paar Potions. Kling. Ach komm. Einfach mal alle erstmal ein bisschen Spaß haben. So. Und an dieser Stelle erstmal wieder ein Cut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.